Herzlich willkommen und heute nehmen wir euch mal hinter die Kulissen, weil Finn hatte Training in der kleinen Halle, erst als Spieler, dann als Goalie und zwischendrin war natürlich wieder Umziehen angesagt, aber das kennt ihr schon. Deswegen habe ich gedacht, wir nehmen euch heute mal in die Katakomben mit und riskieren mal den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen. Und da gibt es auch das ein oder andere zu entdecken. Zum Beispiel dieses Thema: Gummihuhn und Storch gehören in den Löwenkäfig. Das ist unser Jellysee, den kennt ihr auch schon. Hier ist er mit Leon unterwegs, heute trainingsfrei, deswegen unterwegs im Publikumslauf. Und das kann man immer wieder unten in den Katakomben beobachten, im Kabinengang. Spieler, die einfach mal ihr Zeug von links nach rechts schieben. Und wir schauen mal, wo das denn die ganze Zeit sonst aufbewahrt wird. Und zwar hier im Käfig haben die älteren Mannschaften die Möglichkeit, ihr Equipment zwischenzulagern. Da muffelt's ganz ordentlich. Was es auch noch zu entdecken gibt, eine riesige Radflotte, nämlich die Radflotte der Profis, die sich hier ab und zu mal warm fahren, ausfahren und auch mal kaputt fahren. Aber wie gesagt, heute war Training. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder, wie immer, und freuen uns auf euch. Bis dahin alles Gute und tschüss.